Vor kurzem ging mal richtig was steil, und zwar war das der Bratwurstdöner. Wir haben uns aber gesagt, nein, wir machen keinen Bratwurstdöner, denn es gibt noch was Geileres, und das ist der Bratwurstdöner-Topf nach dem Intro. Bin ich scharf? Ich bin immer scharf. Manchmal bin ich so scharf. Jetzt komm. Ja. Manchmal bin ich so scharf. Ohne Ende. Für unseren Bratwurst-Döner-Topf brauchen wir gar nicht viele Zutaten. Wenn du genau nachlesen willst und das Rezept nachmachen willst, dann guckst du auf mgbarbecue.de. Steht alles ganz normal drauf. Werbung genug für uns selber. Wir werden jetzt auf jeden Fall anfangen. Dafür brauchen wir natürlich einen Dutch Oven. Und zwar nehmen wir hier unseren 4,5er Dutch Oven. Unseren Lieblings-Dutch-Oven und stellen ihn erstmal hier hinten auf den Kohlen. Dann kann er nämlich ganz kurz mal heiß werden. Und bevor der richtig heiß ist, werden wir jetzt einfach noch ein bisschen Öl reinfüllen, weil wir wollen ja nachher noch was anbraten. Also 2-3 Esslöffel Öl und dann warten wir ganz kurz und dann geht's weiter. Unser Bratwurst-Döner-Topf besteht natürlich nicht nur aus den restlichen Zutaten. Wichtigste Zutat ist natürlich die Bratwurst. Und hier haben wir eine ganz stinknormale vorgebrühte Bratwurst. Die war ungefähr so lang. Und die haben wir dann einmal in der Mitte gekürzt. Und die müssen wir natürlich noch in dünne Streifen schneiden, weil so macht es keinen Sinn. Und deswegen schneiden wir die ungefähr in solche Streifen. Wichtig, dass ich hier träge. In solche Streifen. Und das machen wir einfach. Also dann nimmst du dir einfach ein scharfes Messer. Und dann schneidest du einfach so ein bisschen rum. Also, und dann schneidest du dir einfach so eine Scheiben halt runter. Relativ simpel, nicht so dick, nicht so dünn, so muss es sein. Also, genau so. Jetzt ist unser Öl da hinten richtig heiß, weil es fängt schon ein bisschen an zum Rauchen. Und da wird jetzt als allererstes unsere Bratwurstscheiben schön angebraten, ganz einfach. Also, die kommen jetzt all da rein. Aua, Fettspritzer, tut weh. Jetzt braten wir die einfach ein bisschen kurz an, geht relativ schnell. Und wenn die Bratwurst so richtig halb durchgebraten ist, kommen unsere Zwiebeln mit rein, weil die wollen wir noch richtig schön glasig andünsten. Also alle Zwiebelringe mit rein und ordentlich durchmischen. Und wenn alles so ein bisschen angebraten ist, dann kommt schon mal unser leckeres Gewürz dazu. Wir haben auch mal so ein Döner-Rub-Gewürz gebracht. Kannst du hier oben nachschauen, nachmischen. Schmeckt richtig gut dazu. Perfekt für Döner gemacht. Jetzt machen wir aber erstmal ein bisschen, weil nachwürzen können wir später nochmal. Und dann kommen unsere restlichen Zutaten mit dazu. Das heißt, einmal das Rotkraut oder Rotkohl. Und ein bisschen Weißkraut. Und das Ganze gießen wir mit einem Schluck Cherry auf. Aber bevor, dann hilft ja nichts. Wollen wir kosten. Lecker. Und wir nehmen heute keine Brühe, sondern Bier. Ein richtig leckeres Bier. Schütten wir einfach nochmal ein Schluckchen mit dazu, weil wir brauchen natürlich Flüssigkeit. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und dann gesellt sich dazu noch unser Knoblauch. Nehmen wir jetzt hier mit dem Messer mal hoch. Schön 3 Knoblauchzehen mit rein, weil Knoblauch muss halt einfach sein. Und dann rühren wir das Ganze nochmal durch. Ne, Tomaten würde ich ein bisschen später reinmachen, weil sonst die werden einfach nur lapprig und eklig und so. So, also wenn die jetzt reintauscht, dann sollen die nicht checken und die verbinden sich dann damit. Meinst du? Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ah, tut das schon. Später. Okay. So läuft es manchmal. Also, einmal nochmal kurz durchrühren. Und jetzt müssen wir einfach nur warten, bis unser Kohl richtig schön weich ist, ein bisschen eingekocht ist. Jetzt schließen wir hier den Deckel, verteilen die Kohlen oben und unten nochmal, dass wir einfach gleichmäßige Hitze haben. Und dann warten wir ungefähr, wie lange wird es dauern? 10 Minuten? 15 Minuten ungefähr? Und dann sind wir 20 würde er sagen. Schauen wir mal zwischen 10 und 20 Minuten einfach mal rein und dann sagen wir dir, wann es fertig ist. Okay, kannst da vorher gehen. Also, komm mal hier vor. Komm mal bei hier, mein Jung. Na, hat wehgetan? Haben wir uns schön Musikantenknochen angehauen. Was singst du jetzt? 40 Jahre, die Flippers. Und kennst du das?
wenn man einfach schadenfroh sein kann, weil es dir selber nicht wehtut, ist am schönsten. Boah, das ist ganz taub. Ja, ist ganz taub. Mhm. Also, wir haben jetzt hier exakt 16 Minuten gewartet. Sind wir voll drin? Sind wir beide glücklich? So muss aussehen. Um ehrlich zu sein, wir haben noch ein bisschen Bier nachgekippt. Also, wenn du das ganze Rezept, wie gesagt, nochmal nachlesen willst, da steht ganz genau drin, dass es auf jeden Fall klappt, dann schaust du auf mgbarbecue.de und werden jetzt die restlichen Zutaten damit dazu geben. Das ist einmal unsere Tomate. Da haben wir jetzt eine Tomate in dünne Scheiben geschnitten. Die kommen mit dazu. Die wollten wir vorher nicht dazugeben, weil die sonst einfach viel zu viel verkocht. Dann kommt noch ein bisschen Zitronensaft mit dazu. Und Tomatenmark. Das haben wir vorhin nicht mit dazu gemacht. Warum? Wir haben es vergessen. So ungefähr halben Esslöffel. Und jetzt wird alles nochmal ein bisschen vermischt. Und jetzt kommt nochmal ein Schluck Joghurt rein. Hier haben wir den Joghurtmilch 3,5%. Weil irgendwo muss es ja herkommen. Ist ja klar. Kommt einfach nochmal ein guter Schluss. Guter Schluss. Zum Schluss. Einen guten Schluss. Guten Schuss Joghurt rein. Und wir haben jetzt hier so Kochsahne, da ist das Schöne, die flockt nicht aus. Also kommt da nochmal ein guter Schuss Kochsahne rein. Mischen wir alles nochmal ordentlich durch. Jetzt schließen wir nochmal ganz kurz den Deckel. Lassen das Setup beim Dutch Oven einfach so stehen. Und dann warten wir ungefähr nochmal 3, 4, 5 Minuten halt ab. Gar nicht lange, nur damit die Tomaten noch warm werden. Unsere Kochsahne noch ein bisschen sich verbinden kann. Und dann ist unser Gericht nämlich auch schon fertig. 5 Minuten sind ungefähr. Ihr habt keine Ahnung. Wir haben ein bisschen gequatscht. Jetzt schauen wir einfach mal rein. Oh. Auf jeden Fall ist es fertig. Bringen wir es noch einmal schön durch. Komm auf meine Seite. Dankeschön. Machst du Mikro noch an? Hab ich schon. Nee, hast du nicht. Deswegen sage ich es ja. So. Eine Aufgabe hat er gehabt. Das wäre? Fladenbrot zu organisieren. Habe ich verkackt. Gnadenlos versagt hat er. Das habe ich wirklich versagt. Eigentlich wollten wir heute jetzt noch hier schön das in Fladenbrot jetzt tun. Aber jetzt richtig geil egal. Essen. Aber du kannst natürlich auch mit Pommes essen oder so. Ne? So ein Bratenstoff geht halt wahrscheinlich immer. Ja, du kannst ja auch hier. Das wird wahrscheinlich übelste Sauerei. Dönerbox ist mit Pommes zum Beispiel. Ja. Nachmachgarantie. Geil. Perfekt von der Mischung her. Mhm. Mit dem Döner-Rub. Richtig lecker. Also von mir gibt es da unbedingt Nachmachpflicht. Absolut. Bratwurst-Döner-Topf. Mehr geil. Mehr geil geht nicht. Ist halt einfach so. Im Fladenbrot drin, mit Pommes dazu. Meinetwegen mit Reis. Einfach perfekt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich sagen, auf jeden Fall, es leuchtet schon wieder nicht da oben, liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Das ganze Rezept kannst du nochmal nachlesen auf mgbarbecue.de. Und ja, Dienstag, Donnerstag, Sonntag kommt ein neues Video von uns. Und dann hoffe ich, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Und zwar, wenn es wieder heißt, MG Barbecue!